Caudex Maschinenbau ist seit 85 Jahren Maschinenhersteller. Das heißt, wir erstellen Produktionslösungen für unsere Kunden. Unsere Kunden kommen auf uns zu und haben eine Anforderung, das ist ein Artikel, den sie am Ende ihrem Kunden oder direkt an den Verbraucher verkaufen. Und dafür liefern wir Maschinen. Und diese Maschinen sind zum Beispiel bestückt mit Extrudern, mit Köpfen, mit Schließeinheiten, das sind so die Kernkomponenten. Und mit Hilfe dieser Werkzeuge, so nenne ich es mal, liefern wir unserem Kunden halt die beste Lösung für sein Produkt. Wir als Caudex haben uns ganz groß auf die Fahne geschrieben, produktionssichere Lösungen zu schaffen. Und dafür ist es immens wichtig zu verstehen, wie verhält sich unsere Maschine, wo verändern sich Parameter, die eventuell zu einer Verschlechterung des Produkts führen könnten und dann dementsprechend auch frühzeitig entgegenwirken zu können. Wir haben hier einiges an Prozesssensorik verbaut. Als Beispiel haben wir eine Lecküberwachung für die Druckluft, als auch Durchflusssensorik, zum Beispiel für die Zuführung und Abführung der Kühlflüssigkeit der Formen, um hier ein Delta in den Temperaturen ermitteln zu können. In dieser Applikation, die wir hier bei der Firma Caudex haben, betrachten wir die Prozesse in der Anlage, um letztendlich eine Gewissheit zu geben, ob die Maschine an ihrem optimalen Arbeitspunkt betrieben wird. Wir haben Moneo hier im Einsatz, um Prozesswerte in der Historie zu analysieren und auf der anderen Seite aber auch Prozesswerte zu verrechnen und aus den Prozesswerten Informationen zu generieren, die einen Mehrwert in der Anlage erzeugen. Wir stehen hier an einer Retrofit-Anlage. Hier werden konventionelle Sensoren, die ein Analogsignal an die Steuerung geben, in unser IoT-Netzwerk eingespeist. Der Datensplitter macht die galvanische Trennung, sodass wir die Daten über IO-Link in unser Moneo einspeisen und das Analogsignal an die Steuerung weitergeben können und die Anlage wie gewohnt weiter betrieben werden kann und keinen Einfluss auf die SPS nehmen. Die Firma Caudex hat die spannende Herausforderung, dass sie einen sehr komplexen Prozess hat. Und da hat man häufig die Situation, dass die Kunden der Firma Caudex gemeinsam auf die Daten wirklich im Prozess draufschauen können. Und da haben wir jetzt hier eine Variante gewählt, wo wir Sensoren nachgerüstet haben. Und die können wir eben hier über das Edge Gateway abgreifen, sehr einfach, und dann situativ zur Verfügung stellen. Und dann kann man eben später gemeinsam auf der Cloud-Plattform sich treffen und mit dem Kunden die Daten dort besprechen. Und wenn das Problem dann gelöst ist und wenn man vielleicht gemeinsam den Prozess verbessert hat, kann man aber auch das wieder abschalten. Und so haben wir eben eine Möglichkeit, dass der Betreiber die volle Kontrolle hat, welche Daten in die Cloud geschickt werden und welche nicht. Close to You bedeutet für mich genau das, was wir hier machen. Nämlich den Kunden verstehen, da zu sein, an der Maschine zu sein und tatsächlich zu verstehen, wo klemmt's, dann eben zügig und zuverlässig dann entsprechende Lösungen bereitzustellen. Für uns bedeutet Close to You Be One with Customers and Partners. Das heißt für uns nah dran sein mit unseren Kunden und unseren Partnern, um eben die bestmögliche Produktionslösung für unsere Kunden zu schaffen.